Ja, was denn für ein? Also was, ich habe jetzt 25 Aufträge gemacht. Ein Glück hast du die gemacht. Rufus Thorn. Ja, klar. Ein Glück hast du die gemacht. So, wir können jetzt schon die Schiffswerft und die Weltraumkontrollstation bauen. Ja, ich baue gleich hier. Hier sind die Instruktionen. Interesse? Ich zähle auf dich. Also bau. Okay, nicht. Ökobilanz. Werte steigen. Juhu, okay. Wir haben eine schöne Bilanz. Yay. Hm. Bin mir sicher, ob ich hier oben auch noch einen Hafenbörder hinbaue. Oh na. Hummerpopulation. Dann machen wir erstmal. Ich lasse die erstmal so und. Ach. Bauen wir erstmal noch ein paar mal neue Häuser. So, dann kapern wir jetzt mal ein Schiff. Ich hab mal unser Konto aufgewertet. Das sieht schon ein bisschen cooler aus jetzt. Das ist gedeckt, sehr geil. Schnapp, da unten, oder? Ach da, kaperst du das Schiff. Feindliches Handelsschiff. Wieso will er das nicht kapern? Ah. Da. Na, oh, wenn Erfolg. Wir das behalten dürfen. So, jetzt wird gekapert hier. Ja, Erfolgschance hoch. Da haben wir ein richtig, richtig krasses Schiff, sag ich mal. So. Dann kann der Pirat sich noch mal anziehen. Ja, mit diesem feindlichen Handelsschiff ohne Kanonen. Boah. War gerade überlegen, ob das jetzt Sarkasmus ist, aber danke, dass du mich darauf Kappa. Hingewiesen hast. Nicht übel. Und man darf das Schiff nicht behalten. Schade. Schützenziel war das anders. Ja. Ist auch zu schön. Damit hast du haargenau den Geschmack der Barracuda League getroffen. Lol, er freut sich einfach. Ja, klar, wir haben ja auch ein feindliches Schiff übernommen. Geile Aktion. Geht der da voll drauf ab, ey. Und eigentlich haben wir jetzt schon Kommunikatoren. Ja, vor allen Dingen haben wir jetzt auch schon ein kleines bisschen mehr Fischproduktion. Brauchen wir gleich mal. Naja, was denkst du denn? Ja, von nix kommt nix, ne? Merk ja, schon. Eben. Bisschen hier. Drücken. Oh. Bauen wir mal ein bisschen mehr Fisch. Ist das nicht herrlich hier? Das Leben kann so schön sein. Das sollte reichen. Wir haben ja auch das Item, dass wir mehr Fischproduktion haben. Bei den Tycoons machen wir es genau wieder andersrum, würde ich sagen, wa? Genauso wie wir das bei Anno 1404 mit Dingens gemacht haben. Also, dass ich die Stadt baue genau. Und du, ja. Weiß gar nicht, ab wann bekommt man die? Dann so machen. Die Tycoons? Jetzt müssen wir drei Architekten suchen. Da ist einer! Wir können, also theoretisch gesehen, aber am Anfang, wenn man es einstellt. Ja. Oh, warte, da helfe ich dir gerne. Da ist auch einer. Dürfen wir nicht viel unterwegs sein hier. Wie sehen die aus? Leuchten die? Ah ja, die leuchten herein. Manno! Aha. Die leuchten einfach nur blau auf. Der perfekte Tag für einen langen Spaziergang. Das ist eigentlich sehr schwierig und herausfordernd. Weißt du, diese bei Mission, der Stadt vielleicht noch, ja, aber sobald die Stadt größer ist, ist es bestimmt eine Herausforderung. Finden sie drei Architekten und du klickst die Leute an und lieferst sie irgendwo hin. Es kommt mir so vor, als würdest du auf der Straße so, er ist Architekt! Schließt ihn so mit. Baumöglichkeiten erweitert. Oh, drei Gebäude. Was ist jetzt denn noch? Ah, jetzt gibt's schon die Feuerwehr. Die müssen natürlich auch direkt bauen, sonst brennt geht hier gleich wieder Feuer los. Ja. Und Kommunikatoren können wir endlich bauen. Endlich. Ja, endlich. Wir bauen. Wir sind ja schon gierig danach. Ja, die Frage ist, ob wir hier schon das Sushi. Ich nenne das jetzt einfach mal Sushi. Nee, machen wir noch nicht. Gut. Dann laden wir lieber, bis wir das zweite Schiff haben oder bis wir. Wir können ja schon eine Werft bauen. Ich baue mal eine Werft. Ohne Werkzeug kannst du erstmal gar nichts bauen. Ja, das merke ich auch gerade. Ich bin gleich wieder da, ich bringe nur noch schnell die bösen Architekten weg. Frag mich, wofür die Architekten braucht. Sag die hat doch nur ihre Dinge. Hey, ich will ja wissen, kann man foltert sie wegen dem Wissen. Guck mal, wir haben ohne Lizenzen gestartet und Captain hat es schon geschafft, in den. Wie viele Minuten spielen wir jetzt? Halbe Stunde oder sowas?
Und er hat einfach schon 366 Lizenzen besorgt. Ja, wir haben ja auch häufige Aufträge. Nein, so. Ich fordere einfach Aufträge an. Ach ja, oder so. Das ist halt das, was halt so heftig ist. Sobald du halt die Arbeit ein bisschen aufteilst, jeder kümmert sich halt nur um seine Sachen. Ich würde zum Beispiel nicht darauf kommen, jetzt Aufträge anzufordern, weil ich mich einfach mit meiner Stadt beschäftige, auch wenn ich da jetzt auch gar nicht wirklich viel mache, weil ich die jetzt nicht bis zum Boden upgraden will und dass der manchmal Basti nicht mehr hinterherkommt. Ja, manchmal guckt man einfach nur zu. Das ist vielleicht ein bisschen langweiliger für den Zuschauer. Und das sind halt so die Momente, wo ich halt sage, daher könnte ich halt Kevins Sicht einblenden. Ja, diese Roboter, die Holzfäller. Die sind geil, machen. Die erinnern mich voll an Warcraft 3. Das ist das Geilste. Da gab es auch immer diese Mecher. Das kommt noch, Alter, wenn es ans Schweinefleisch. Ja. Das Schweinefleisch. Das musst du dir so vorstellen, das ist einfach ich kenne dich schon, Da okay. Werden die, da kommt immer so ein Schieber und schiebt die in so ein Loch rein. Also in so ein. Ja. So makaber. Und auf der anderen Seite kommt so ein Paket raus. Bitte. Das ist, ich meine, von der Umsetzung ist es ja nichts anderes. Ein Loch, wo Schweine reingesaugt werden und dann plopp, kommt ein Paket Schweinefleisch raus. So, ich weiß nicht, aber wie es mit dem Tee aussieht. Mal gucken. Na, Tee geht hoch. Das sind jetzt die letzten 72 Werkzeug. Ja. 72? Ja, kann man eine Menge mitmachen, oder? Ich meine, wir können ja sicherlich unsere eigenen Items, also Werkzeuge herstellen. Boah, das muss ich erstmal machen, ich brauche meine Werft. Ach nee, können wir nicht, können wir erst bei der nächsten Bevölkerungsstufe anschauen. Ach nee, doch nicht, nee, wir können schon. Werft können wir schon bauen, ja. Aber die Frage ist, wo wir die bauen. Nee, Werft meine ich nicht. Ich meine, Werkzeuge können wir schon bauen. Ja, können wir jetzt schon machen. Ich baue mal die Werft hier relativ weit unten. Ich habe eine richtig geile Idee, wo ich die hinbaue, die Werkzeuge. Und zwar hier auf diesem kleinen Dings. Braucht die Werft eine Anbindung? Nee, oder? Eine Weganbindung? Gute Frage. Ich glaube ja, oder? Natürlich jetzt echt scheiße. Würde doch Sinn machen. Sicher. Da muss ich nochmal abreißen. Da muss ich ja leider doch ein bisschen nah ranbauen. Da muss ich wollte eigentlich nicht so nah an der Küste wegen den Fischerhütten oder so. Aber wenn das ja sowieso unsere Haupt. Ah, wird's ja gar nicht. Ich denke mal, unsere Haupt. Das wird erstmal die Haupt-Eco-Insel, wird es auf jeden Fall. Ja, nee, aber ich meine, unsere Haupt. Inselkoordinaten erfasst. Unsere Haupt. Wie heißt das? Nicht Werft, sondern Kontor wird sowieso da oben rechts sein, weil wir dann damit die anderen vier Inseln, die quasi miteinander einschließen. Was hat eine neue Insel gerichtet? Ach. Ah, du. Da haben wir die Stadtinsel genommen. Bitte? Welche haben wir jetzt? Hier oben in der Mitte. Ja. Da hätte einer von euch links genau. Und der eine rechts. Genau. Wunderbar aufgeteilt. Ja, das ist wirklich gut. Man könnte perfekt in der Mitte einen Strich ziehen. Das ist wirklich eigentlich eine gute Idee gewesen. Lass mal alles abreißen und dahin gehen. Ja, genau. Muss ich mal gucken. Wenn wir so spielen würden wie die NPCs, würde das sogar gehen. Was war das denn gerade? Das müsste Facebook gewesen sein. Eine Facebook-Meldung bekommen, glaube ich. Ja. So. Oh. Muss mal ganz kurz was klären. Sekunde. Lokalisiere Insel. So. Anscheinend ist da wohl ein Server nicht online. Ich muss mal ganz kurz, warte mal. Kann ich jetzt wirklich mal auf Kevins Schiff folgen machen? Wo ist denn Kevins Schiff? Da oben. Wenn ich da doppelt draufklicke, folgt er den denn? Er tut er nicht. Eigentlich, Ja, dann lass ich mal hier die Stadt so kurz im Blick. Ich muss mal ganz kurz. So, ich kaufe dann gleich mal ein paar Tonnen leichte Waffen und dann können wir als zweites Schiff ein Kommandoschiff bauen. Okay. Und wir produzieren jetzt auch unsere eigenen Werkzeuge, das ist auf jeden Fall schon mal ganz gut. Okay, perfekt, das war's eigentlich schon. Kann ich mich wieder auf. Jetzt kümmern. So. Also, es läuft ziemlich gut. Wir brauchen noch jetzt gleich unsere eigenen Werkzeuge. Okay, also kann ich die Werkzeuge, die wir da gerade schon haben, noch benutzen, ja? Gleich. Ich will noch. Okay.
4 Gebäude bauen. Wenn ich mich nicht verrechnet habe. Dann dürfte das jetzt Nummer 1 sein. 2, 3. Das sind nur 3 Gebäude gewesen, okay. Ja. Registriere Verschlechterung der Nein. Ökobilanz. Da sieht man mal, was so eine Werkzeugfabrik alles an Ökobilanz frisst. Naja. Also, ja. Aber wir bauen den. Guck die doch mal an. Werte steigen. Wir haben hier gar. So. Kann ich mehrere raus? Nee. Ich hab's immer gern mit positiver Ökobilanz, weil dann auch die. Die Produktion stärker sind, ja, das verstehe ich ja. Produktion von Feldern und sowas und ich meine. Ja, ja. Das ist schon nützlich. Muss man die halt wieder hochmachen. Wenn später. Ja, wir werden ja. Wirst ja wahrscheinlich auf den hauptsächlichen Produktionsinseln, wo du zum Beispiel Sushi und so herstellst, wirst du ja unwahrscheinlich alle Minenbauplätze benutzen. Das heißt, die kannst du ja dann sowieso voll drücken mit den Wetterkontrollstationen. Beziehungsweise hat man ja dann einen Ozonmaker, der ist ja richtig heftig. Da stellst du einen neben den Kontor hin und oder da, wo mal eben so ein bisschen Platz ist und der bringt ja auch ordentlich was. Die Firma dann, oder ein Flussklärwerk, das ist das Beste, was es gibt. Der hat sich natürlich auch direkt einen Schildgenerator gebaut. Was ist denn ein Flussklärwerk? Das kenne ich gar nicht. Das baust du auf einem Flussplatz und das also blockiert halt einen Flussplatz anstatt einen Minenplatz. Wir haben das Beste aus unserer Situation halt den Fluss gemacht. Dank dir. Und das ist ziemlich cool, weil das sieht erstens geil aus und zweitens verbraucht es wie bei einem Minen, bei so einer Kontrollstation, keinen direkten Bauplatz für irgendwelche Produktionsgebäude oder sowas. Wenn sie nicht gerade Minen sind. Bewegung, es gibt viel zu tun. Sieht halt echt geil aus und bringt halt viel Ökobilanz. Oh, wir können schon Bildungscluster bauen. Ach, die alles wollen, wie schnell die das bekommen. Mhm. Na gut, jetzt wollen sie natürlich auch Sushi und sowas. Ja, das ist ja, das können wir erstmal lassen, was ist wie gesagt. Wenn wir jetzt eine Werft, hast du schon ein Schiff gebaut? Ich habe gerade Waffen geholt und gebe das Schiff in Auftrag. Ah ja, okay. Aber ist ein Handelsschiff, oder? Nee, ein Kommandoschiff hast du gemacht. Wir brauchen ein Frachtschiff. Wir haben beide die gleiche Anzahl an Kammern und das Kommandoschiff ist schneller. Ah, okay. Das Frachtschiff sieht nur ökologischer aus. Ja, ist ja, egal, ich lache. Frachtschiff ist sowieso arschlarm. Ja, das ist nur dieses typische, du denkst so, oh, ich hab ein Handelsschiff, oh, jetzt kann ich handeln. Aber es ist und die Cargoliner ist das größte Transportschiff? Ich glaube, ja. Das allergrößte? Nur mit nur 4 Ladekammern? Nee, haben die nicht 6 Slots? Nee, 4 Ladekammern. Die Tycoon ich meine, die von den Ecos vielleicht, aber die Tycoons haben so eine fetten Containerschiffe, die haben 6 Slots. Geilste also, ist ganz unten, das Eco-Schiff, das Hovercraft, Mann. Ja, Hovercraft OP, ne? Feuerrad und Geschwindigkeit. War es nicht so? Feuerrad und Geschwindigkeit? Wir haben 2 Slots, dann packt man da zweimal 40% Tempo rein und dann fliegt das übers Meer. Registriere neues Fahrzeug. Ich glaube, die können auch gut. Entweder greifen die Hovercrafts U-Boote an oder Luft, ich bin mir nicht ganz sicher. Irgendwas greifen die aber nur speziell an. Das können die nicht wirklich kämpfen. Ich würde sagen, welche Insel willst du denn haben? Was, die jetzt hier oder die? Für die Produktion von... überhaupt von... Ressourcen für eine weitere Insel? Nee, aber wir können doch schon mal überlegen, erst welche mal... wir nehmen. Genau. An sich sind die genau gleich. Wobei der obere halt 10 Minenbauplätze hat, Alter. 10. Ja, ich bin... Bodenschätze. Ja gut, ich bin für den oberen, weil... Auch wegen den Flussbauplätzen, ja? Ja, auch die Flussbauplätze, die sind ganz hilfreich. Ah, nee, die brauchen wir später für die... Ja doch, eigentlich, ja doch, wegen den Flussbauplätzen, weil ich bin der Meinung, wenn wir hier Sushi anbauen und später hier ist... Okay. Ah, nee, schade, das passt nicht beides rauf. Ja, das habe ich nicht hier gemacht. Getreide und Grünzeug braucht man, also Gemüse braucht man für die Pasta-Produktion, ja. Schade. Aber ist auf der anderen auch nicht besser, genau. Nee, aber es ist ganz gut wegen dem hydroelektronischen Kraftwerk und dann kannst du hier wirklich auch alles raufbauen, was du an Produktion noch brauchst, auch Holz und Glas wegen den... Hier, das Glas, da brauchen wir genau, Kalkstein, perfekt. Können wir hier Glas draufbauen, können wir hier alles draufbauen und das hydroelektronische Kraftwerk passt hier auch hin. Kraftwerk. Ich weiß nicht, können wir das theoretisch gesehen schon hinstellen? Das also, eigentlich ja. Eigentlich müssten wir es von Anfang an hinstellen können, wenn wir das Item mitgenommen haben. So, gleich dann mal gucken, wenn wir die Insel geholt haben. Also, ich bin für die obere. Dann lohnt es sich auf jeden Fall auch hier oben, da wo der Tee gerade wächst, eine schöne Hafenstation hinzubauen.
Eben. Und dann die Haupt, das sag ich ja, das ist halt die Haupt von der Bevölkerungsinsel. Und dann, ja. Dann legt man ein paar Ressourcen zurück. Ja, ja, mache ich jetzt auch. Ich bin erstmal fertig. Oh, ich werde diese Insel so zubauen, ey. Ich sehe schon, ich sehe perfekt, wo ich die ganzen Sachen bekomme. Richtig gut. Hier der Leon, der hat bis jetzt nichts gemacht, außer die Ökobilanz hochgepusht. Der hat keine. Aber wie, Alter? Guck dir die Insel jetzt mal an. Ja. Die leuchtet wie ein Smaragd. Ja gut, die da oben in der Ecke ist noch krasser. Hier, links oben hier. Bei der Arche von. Ah, ja. Aber da ist ja auch nichts außer der 250 plus Bonus. Und wie ist das, was wir nochmal, was wir bauen können? Was? Flussklärwerk? Nee, das zum Schluss. Du meinst doch was. Ach, das Beste ist das Flussklärwerk. Was war das andere, was du meintest, was man neben Konto platzieren kann? CO2-Marker, den kannst du aber. Also Maker. Den kannst du aber überall. Oder Ozonmaker? Ich weiß nicht, irgendwie heißt der. Nee, ja, überall, das weiß ich, aber ich meine, weil ich wollte nur dazu erklären, damit du weißt, welches ich meine. Also es gibt zwei krasse Sachen. Einmal den Ozonmaker, der heißt glaube ich Ozonmaker bei den Initiatives, also bei den Ecos und bei den Tycoons, die haben auch sowas, aber ich glaube, das ist es, eine CO2-Kammer oder sowas, dass der, ja, also der eine, der erschafft Ozon für die Ozonschicht und der andere entnimmt aus der Atmosphäre CO2. Irgendwie so war das. Ich bin mir nicht ganz sicher, ist schon echt lange her. Auf jeden Fall hatten beide Rassen halt Spezien. Ziemlich cool. Ziemlich coolen Action am Start. So. Haben wir eigentlich auch so einen geilen Radioturm hingebaut? Ja, ne? Nee. Nee, nee. Wir müssen ja Ressourcen zurücklegen. Reichen dir 2020? Ja. Erste Mal. Du kannst dich auch direkt auf der Insel oben dann auch Werkzeug ansetzen und so. Ja. Also im Prinzip, ich habe jetzt erstmal 4 Werkzeugfabriken gemacht. Ja, ja, das ist. Reichen. Ja, naja, das ist halt so, weil laut Rechner auf 2 Werkzeugfabriken eine Eisenschmelze, ein Schaufelradbagger und eine Eisenmine kommt. So, aber das ist jetzt eine Kohlenmine. Wir können ja keine Schaufelradbagger bauen, das heißt, die produziert doppelt so schnell. Damit also keine Kohle anfällt, haben wir eine Kohlenmine und 2 Eisenminen. Auf 2 Eisenminen dann 2 Eisenschmelzen und auf 2 Eisenschmelzen 4 Fabriken. Dingens, ja. Also bis jetzt, na gut, die eine Werkzeugfabrik arbeitet nur auf 30%, die andere auf 50%. Aber ja, ich denke mal, das ist auch komisch. Ich weiß auch nicht, woran das großartig liegt. Die Eisen? Das weiß ich nicht. Also 2 laufen auf 100. Ja. Und die anderen, die andere läuft, nee, auch auf 100? Nee, 3 laufen auf 100. Nee, 2 laufen auf 100 und eine läuft auf 60, die andere auf 90. Die eine ist gerade noch langsamer, ja, die geht gerade komplett runter. Frage ist, warum? Lass mal die erstmal schlafen legen. Kann man die irgendwo schlafen legen? Ja, kann man. Wo war das nochmal? Das war einfach das Prozentzeichen anklicken. Ah, warte, das andere wollte ich machen. Ach, das Prozentzeichen, okay. Ja, mal gucken, ob jetzt der andere wenigstens auf 100 geht, dann wissen wir halt, dann können wir halt nur 3 bauen. Ja, dann ist es dieses theoretische Verhältnis und praktische Verhältnis. Weil es gibt ja auch Fahrwege und das einfach theoretisch gesehen würde die Ressource generiert werden in dem Kraftwerk und sofort ins nächste transferiert werden, dann würde das vielleicht auf 100% funktionieren, aber das wird ja transportiert etc. pp. Ich habe die Fabriken, glaube ich, vorher gebaut, als die Schmelzen. Vielleicht auch ein Fehler war, aber die Eisenschmelzen laufen auch nicht auf 100 beide. Nur eine. Das ist aber auch, ja. Aber guck mal, du siehst ja, die Kohlemine hat doch dauerhaft 3 Kohle drin. Und das holt anscheinend keiner ab. Guck mal, die eine Eisenschmelze kommt doch gar nicht zur Kohlemine hin. Und deswegen ist der Konto vielleicht ein bisschen überladen. Das waren ja, die ich baue jetzt. Ja, das entweder grade das einfach mal ab. Depot. Ja, grade das mal ab. Ich mach's mal. So, sollte ja 2 haben, ne? Ja. Beimal ausgebaut. Hallo, ich bin Professor Davy. Es stört sich also da unten steht ja, wie viele Karren das hat. Zwei Transportteilen hat es. 1 von 2 sind auf. Jetzt sind 0. Neue Inselkoordinaten. Ja. Aber es fährt auch einer zum Kohlenschacht. Ja. Da sind jetzt 4 drin, mal gucken, wie viel der abholt. Sogar 5 drin und die Kohlenmine arbeitet nicht voll. Jetzt hat er abgeholt. Ah, okay, ich glaube, das war der Haken an der Geschichte. Sicherheitshalber setzt er nochmal ein. Was? Nein. Ja, könnt's auch gerne abreißen. Das ist dann eben nicht. Lass uns mal gucken, ob jetzt wenigstens okay, die Eisenschmelze arbeitet jetzt bei der auf 100. Dann hoffen wir jetzt mal, dass die dritte Werkzeugfabrik auf 100 geht. Und dann können wir langsam die vierte Werkzeugfabrik starten. Knöpfe drücken, wie im Flugzeug. Knick, knick, knick.